Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dem wirklich allerletzten Podium dieser Veranstaltung. Es liegen zwei sehr spannende Tage hinter uns mit vielen Diskussionen. Ich muss einen technischen Hinweis machen. Diese Diskussion hier wird auch gefilmt und dann auf der Internetseite der Böll-Stiftung übertragen. Und ein weiterer Hinweis, ich würde gerne dieses Podium hier auch so früh wie möglich öffnen für Ihre Fragen, denn das haben die beiden Tage gezeigt. Diskussionen haben hier einen guten Nährboden gefunden. Zu Beginn unserer Tagung hat Herr Füchs zur Kooperation mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie gesagt, für manche Ohren klingt das immer noch wie ein Tanz mit dem Teufel. Das hat es, glaube ich, in den letzten zwei Tagen nicht gegeben, sondern sehr sachliche, sehr faire Diskussionen. Und diese wollen wir jetzt abschließen mit einem Blick in die Zukunft der Automobilindustrie. Und wir wollen das tun mit Kerstin Andrae, seit 2002 im Bundestag, dort Obfrau der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, die jetzt ganz vor kurzem ganz bemerkenswerte Ergebnisse zum Wachstumsbegriff vorgelegt hat. Und sie ist jetzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Herzlich willkommen. Ja, jetzt. Dann begrüße ich Herrn Dr. Bernd Bohr. Er ist seit vielen, vielen Jahren in Führungsverantwortung bei Bosch. Bosch ist ein Unternehmen, das uns Journalisten sehr, sehr interessiert, weil es sich so ein wenig entzieht. Es muss sich nicht rechtfertigen vor Aktionären und vor den Finanzmärkten und auch nicht so wirklich vor uns. Und deshalb sind wir besonders neugierig immer auf dieses Unternehmen. Es hat einen langen Atem, vielleicht auch aufgrund dieser Unabhängigkeit. Und wenn ich das richtig nachgerechnet habe, seit 127 Jahren hat Bosch jetzt erst den 7. Unternehmenschef seit dem 1. Juli. Herr Fehrenbach ist in die Treuhand gegangen und jetzt gibt es einen neuen Chef. Aber es ist erst der 7. in dieser langen Zeit. Das finde ich bemerkenswert. Und Herr Dr. Bohr ist seit auch schon 2003 Vorsitzender des Unternehmensbereichs Kraftfahrzeugtechnik. Danke, dass Sie Zeit gefunden haben, heute zu uns zu kommen. Klaus Bräunig, er war Hauptgeschäftsführer des BDI, der Sprecher, über lange Zeit. Dann wechselte er zur Automobilindustrie, hat es nie bereut, nehme ich an. Und er ist dort in der Geschäftsführung zuständig für Verbraucherschutz, Mittelstand und alles mögliche andere. Das wird uns hier aber beschäftigen, gerade diese beiden Themen. Danke, dass Sie gekommen sind hier in unsere Runde. Danke. Und Jürgen Kerner, das geht hier in alphabetischer Reihenfolge. Er ist gelernter Informationselektroniker seit 2011, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall. Er kennt sich gut aus mit Trucks, ist im Aufsichtsrat von MAN und zuständig in der IG Metall für ein nicht ganz unbedeutendes deutsches Unternehmen, nämlich Siemens. Herzlich willkommen hier bei uns. Ja, wir haben hier in den Runden mehrfach schon in die Zukunft geschaut. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Entwicklung der Automobilindustrie, die Lage disparat ist. Wir haben hier in Europa eine ganz schwierige Entwicklung. In Italien gibt es Absatzeinbrüche von 20%, in Frankreich von 14%, Spanien 13%, Griechenland 40%. Herr Wissmann hat gestern darauf hingewiesen, dass die Auslandsproduktion der deutschen Hersteller immer mehr an Bedeutung gewinnt, dass die deutschen Hersteller im Ausland im letzten Jahr gut 8 Millionen Autos gebaut haben, im Inland knapp 5,4 Millionen Autos.
Lassen Sie uns mal auf die Lage der deutschen Automobilindustrie schauen. Und ich schaue zu Ihnen, Herr Beunig. Wie ist die aufgestellt? Liegt jetzt die Zukunft nur noch im Ausland oder wie ist das? Nein, das Ausland. Dankeschön. Das Ausland stützt das Inland. Das gilt jedenfalls immer noch. Ist kein Ruhekissen. Und es zeigt, dass das ein wesentlicher Baustein der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie, und zwar sowohl der Hersteller als auch der neben mir sitzenden Zulieferer ist. Das wird häufig übersehen. Und wir können jetzt an den Schwierigkeiten, die unsere europäischen Wettbewerbsländer haben, auch, glaube ich, dem breiten Publikum deutlicher machen, dass es für die Arbeitnehmer besser ist, ins Ausland zu gehen und damit die Inlandsproduktion zu stützen. Um das mal mit einem Beispiel zu sagen, wenn der A6 lang von Audi in China gebaut wird, dann heißt das zwar Auslandsproduktion, ist aber keine Republikflucht, weil die Teile zu einem wesentlichen Teil aus Neckarsulm kommen und dort weiter gebaut werden. Und deswegen ist ein Punkt, der vielleicht in den anderthalb Jahren noch nicht so angesprochen worden ist, hier von mir nochmal zu verdeutlichen. Dafür braucht die deutsche Automobilindustrie offene Märkte. Und das ist eine der größten Herausforderungen neben aller Technik, die ja auch schon diskutiert worden ist. Und hier wünschen wir uns eigentlich noch mehr Engagement gemeinsam mit der Politik. Denn wenn Porsche nach Argentinien liefern will, müssen sie vorher Leder oder Wein kaufen. Und so gut der argentinische Wein ist, das stellen wir uns nicht als die Form des Welthandels vor. Okay, auf die offenen Märkte kommen wir gleich noch zurück. Da Sie so nett waren, das Wort schon an Herrn Bohr weiterzugeben. Ein kleiner Zulieferer sind Sie ja nicht, sondern einer der ganz, ganz großen. Wie ist Ihre Einschätzung Europa, Weltmärkte? Wie geht's weiter? Wir sind in der Tat einer der großen, im Moment glaube ich sogar der größte mit etwa 30 Milliarden Euro Umsatz im Kraftfahrzeugbereich. Zunächst mal vielleicht ein paar Zahlen. Unser Umsatz in Deutschland, Kraftfahrzeug, hat nur 20% Anteil. Europa 50%, Asien 30% und Amerikas 20%. Das heißt, 20% in Deutschland und davon wird dann wieder, das wissen wir ja, 3/4 der Produktion etwa exportiert. Damit hat der deutsche Binnenmarkt ein relativ geringes Gewicht. Für uns ist also wichtig, in den Weltmärkten erfolgreich zu sein, wettbewerbsfähig zu sein. Und hier spielt natürlich Deutschland schon eine große Rolle. Also die Innovation wird immer noch sehr stark von unseren deutschen Kunden getrieben und auch in Deutschland entwickelt. Aber auch das entwickelt sich natürlich immer mehr in die internationale Arena. Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, Sie sind in der Geschäftsleitung zuständig für den Bereich Indien. Vielleicht geben Sie uns mal einen kurzen Einblick. Wie läuft da das Geschäft? Haben wir da enorme Wachstumsraten? Also Indien natürlich eines der Emerging Markets, die immer so etwas im Windschatten der Öffentlichkeit gegenüber China steht, aber trotzdem auch mit einer Milliarde Menschen ein Markt mit Zukunftspotenzial. Fahrzeugdurchdringung, 13 oder 14 Fahrzeuge pro 1000 Einwohner, China ungefähr 35, Europa 500. Also hier sieht man auf der einen Seite Wachstumspotenzial, auf der anderen Seite ist natürlich die Infrastruktur ein limitierendes Element. Kleinfahrzeuge, also wir entwickeln da neue Techniken für besonders kostengünstige Fahrzeuge. Der Tata Nano war so ein viel publiziertes Fahrzeug. Lernen also auch in solchen Märkten innovative Dinge. Da haben Sie jetzt doch noch die Zeit für einen halben Satz. Innovative Dinge heißt? Ja, innovative Dinge heißt, mit den deutschen Kunden Hightech, automatisiertes Fahren und so weiter. Und in Indien, wie mache ich ein Einspritzsystem besonders kostengünstig? Denn es geht ja darum, wenn ein solcher Massenmarkt in die Motorisierung geht, dort trotzdem sichere Fahrzeuge zu haben und Fahrzeuge mit niedrigen Emissionen. Also Hightech bezahlbar machen, das ist eigentlich das, was wir in diesen Märkten lernen. Wobei ich gestern gelernt habe aus einem Podium, dass automatisiertes Fahren in Städten mit hohen Bevölkerungsdichten wahrscheinlich das Letzte ist, was eingeführt wird. Aber müssen Sie jetzt nicht auch noch darauf antworten. Herr Kerner, es gibt ein Manifest, das die Sozialdemokratische Partei mit den Gewerkschaften zusammen gemacht hat. Da geht es um
die industrielle Erneuerung Europas. Da wird besonders darauf abgestellt, dass der Industrieanteil in Europa wieder gestärkt werden muss. Wir haben ja das merkwürdige Phänomen, dass Großbritannien, Frankreich wirklich herunterfallen bei dem Anteil an der Industriewertschöpfung gegenüber Deutschland. Vielleicht können Sie noch mal sagen, warum ist das auch aus Sicht der Gewerkschaften wichtig? Deutschland steht ja eigentlich ganz gut da. Die deutsche Sicht und den Blick nach Europa. Teilen heißt, Sie müssen es rübergeben. Ja, ich glaube, die letzte Krise, die wir alle erlebt haben, hat ja deutlich gemacht, dass dieses Wort, das es vor der Krise gab, oh, ihr habt noch Produktion in Deutschland, ja, das war ja eher mit dem negativen Image belegt, ihr seid keine Dienstleistungsnation. Das hat sich ja grundlegend gewandelt. Letztendlich ist, glaube ich, durch diese Krise inzwischen klar, dass eine industrielle Basis im Land ein Garant ist, dass man Bestand hat, dass man auch durch Krisen durchkommen kann. Und eine der Lehren ist ja letztendlich, wenn wir jetzt ins Ausland gucken, dass es Länder gibt wie Großbritannien, wie aber auch Amerika, die ganz offen die Reindustrialisierung Großbritanniens oder Amerikas diskutieren, weil sie sagen, wir brauchen eine industrielle Basis und dann können logischerweise Dienstleistungen mit auch daran. Und unser Punkt ist natürlich, dass wir einerseits natürlich jetzt es nur fordern, dass wir insgesamt das Thema Industrie in Europa auch wieder auf neue Füße stellen müssen. Da gibt es inzwischen ja auch hohe Zahlen der Europäischen Kommission mit 20%. Da muss man natürlich auch überlegen, wie erreicht man das? Nur mit Sparen in den Ländern wird es natürlich nicht funktionieren. Man muss investieren, man muss letztendlich den Menschen eine Perspektive geben. Und für Deutschland gilt es, dass wir sagen, wir dürfen uns nicht letztendlich jetzt auf dem guten Stand nicht ausruhen, sondern wenn wir unsere Industrie halten wollen, dann muss unser Ziel letztendlich sein, dass wir die neuen Dinge entwickeln, dass wir letztendlich mit den Belegschaften überlegen, was sind Produkte, Prozesse, Werkstoffe von morgen und dass wir eine Philosophie platzieren, dass wir sagen, so die Leitwerke sollen bei uns in Deutschland, Europa sein, weil der Ansatz, alles was standardisiert ist letztendlich, wird irgendwann auf der Welt letztendlich irgendwo vor Ort produziert werden. Und unsere Philosophie ist ja, dass wir sagen, es geht nicht über billiger, sondern unser Ansatz muss sein, wir müssen besser sein. Und das gelingt, glaube ich, sehr gut mit den Belegschaften. Wir haben breite, hochqualifizierte Belegschaften. Und logischerweise ist es auch das ureigenste Interesse einer Industriegewerkschaft Metall, dass wir Industriearbeitsplätze halten in diesem Land, weil letztendlich das die Bereiche sind, wo die Menschen natürlich dann auch Mitglied sind bei uns. Und da ist natürlich auch der Anspruch, dass wir nicht nur in Krisenzeiten reagieren, sondern dass wir auch vorausschauende Politik machen, sodass wir, wenn es geht, Krisen vermeiden, industriellen Wandel mitgestalten, wie in der Automobilindustrie, um dann letztendlich auch Arbeitsplätze, letztendlich auch morgen noch in diesen Bereichen in Deutschland und in Europa zu haben. Ja, Stichwort Leitwerte. In diesem Papier wird der Automobilsektor als Leitmarkt formuliert, als Ziel, dass das ein Leitmarkt sein soll weltweit. Jetzt, Frau André, die SPD hat mit den Gewerkschaften so etwas formuliert, kümmert sich also um künftige Positionierung der Automobilindustrie. Die Grünen hätten doch bei einem solchen Memorandum auch mitmachen können, oder? Wir machen dafür über die, oder die Böll-Stiftung macht dafür einen Kongress mit dem VDA. Also ach so. Nein, entscheidend ist ja, dass man tatsächlich schaut, wo kommt man zusammen, wo kann man was gemeinsam entwickeln und wo sind auch die Differenzen. Und ich glaube, dass es sehr produktiv ist, sich gerade bei diesem Thema Industriepolitik und jetzt hier auf diesem Markt Automobilindustrie darauf zu verständigen, dass wir tatsächlich gemeinsame Ziele haben. Natürlich haben wir das gemeinsame Ziel, Arbeitsplätze zu halten. Und wir haben das gemeinsame Ziel, in Europa Perspektive zu geben. Und ich behaupte auch, wir haben das gemeinsame Ziel, diese Frage zu beantworten, wer wird was in Zukunft brauchen. Und der grüne Teil bei dem Ganzen ist aber, und das sehen wir ja durchaus auch getragen, also es ist ja jetzt nicht nur eine singulär grüne Thematik, dass das Ganze sich vielleicht in einem ökologischen Kontext wiederfinden muss. Und der ökologische Kontext heißt halt, mal ganz global gesprochen, wenn alle so viel Auto fahren würden wie wir oder so viele PKWs besitzen würden wie wir in Deutschland, dann hätten wir zumindest auf dem Stand heute technisch ein gewisses Problem. Und wir haben derzeit die Bilder von Peking, von Shanghai, vom Smog-Alarm in den einzelnen Städten.
Also da ist ja irgendwas, wo wir mal einen Handlungsbedarf haben und den jetzt zu diskutieren und zu sagen, welches ist der Anteil der Automobilindustrie hier dazu beizutragen, dass wir zu einer Lösung der Probleme kommen. Und eines davon sind nur die ökologischen Grenzen und die ökologischen Gegebenheiten, die wir haben. Das ist nur der grüne Anteil daran. Wir sind sehr der Meinung, das geht nur im Dialog, das geht nur zusammen, weil nicht die Politik produziert die Autos, sondern das macht die Wirtschaft, das ist auch gut so. Aber wir müssen gemeinsam überlegen, wie wir die Ziele erreichen. Wir streiten über die Ziele, aber letztlich vermutlich weniger über den Weg, weil der Weg ist gar nicht so sehr das, was die Politik entscheidet, sondern da müssen wir dann gemeinsam im Dialog auch gucken, wie kommen wir dahin. Aber die Ziele sollten natürlich schon scharf und herausfordernd auch sein. Oh, da kommen wir gleich noch zu. Ich bleibe noch einen Augenblick so bei der Analyse der näheren Zukunft. Herr Winterkorn hat gesagt, Automobilindustrie wird sich aufteilen in starke und schwache. Frage geht an Herrn Bräunig. Stimmt das so? Ja, das kann man ja jetzt schon sehen, wenn Sie vorhin Italien erwähnt haben. Italien hat letztes Jahr 450.000 Autos gebaut. Ich war vor Weihnachten in Turin, da sieht man das ganz optisch, was das bedeutet. Und Italien hat ungefähr knapp 2 Millionen Produktionskapazitäten im Heimatland. Und in Deutschland, Sie haben es erwähnt, haben wir letztes Jahr fast 5,4 Millionen PKWs gebaut. Da sehen Sie, wie die Schere auseinandergeht. Und das ist nicht nur in Italien so, sondern auch in Frankreich, was uns als Wettbewerber übrigens nicht gefällt. Denn wir brauchen starke Partner in Europa, politisch, Frau Andrea, wie auch ökonomisch, um gegen Asiaten oder auch gegen den zunehmenden Wettbewerb, der von den lateinamerikanischen, amerikanischen Märkten kommt, zu bestehen und diese Chancen zu nutzen. Ich glaube, dass die Aussage deshalb zutrifft, aber ich stimme auch Herrn Kerner zu, wir haben in Deutschland im Moment die Situation, jedenfalls ist das mein Eindruck, dass viele glauben, das geht jetzt automatisch so erfolgreich weiter. Wir müssen sehen, dass wir wahrscheinlich im letzten Jahr die Lohnstückkosten volkswirtschaftlich um 5% wieder nach oben getrieben haben. Ja, und wir sollten uns schon erinnern, dass die Zeiten, wo es in Deutschland mehr als 5 Millionen Arbeitslose gab, die ist erst 8 Jahre her. Also auch wir haben gebraucht, uns zu bewegen. Deswegen sollten wir auch den europäischen Wettbewerbern Mut machen mit den Möglichkeiten, die wir haben, und darauf setzen, dass Europa insgesamt wettbewerbsfähiger wird. Das nehme ich als das positive Signal aus England, so sehr man das kritisieren kann. Aber ich glaube, dass der Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit gerade jetzt in Deutschland wichtig ist. Wenn das stimmt, diese These vom Auseinanderfallen starker und schwacher, ist es dann richtig, innerhalb der Europäischen Union gemeinsame Grenzwerte, gemeinsame Richtlinien zu formulieren, bei dem Thema Schadstoffbegrenzung zum Beispiel? Naja, also auf der einen Seite wird ja an uns immer herangetragen, wir müssen Level Playing Field schaffen, ja, also alle zu gleichen Bedingungen. Das wird international überhaupt nicht funktionieren und muss auch nicht. Ich denke schon, dass es eine andere Situation in den Industrienationen gibt als in Schwellenländern. Aber angenommen, wir würden jetzt in Europa nicht schaffen, auf einen gemeinsamen Kontext zu kommen und hier auch gemeinsame Werte und Zielvorgaben zu machen, dann hätten wir ja ein Ausdifferenzieren im Kleinen. Und das ist nun nicht nur notwendig, sondern würde der Sache auch nicht dienen. Also ich will mal die Automobilindustrie erleben, wenn wir anfangen würden, in Nationen und also innerhalb von Europa unterschiedliche Grenzwerte zu benennen. Ich glaube, da ist es schon sehr wichtig und richtig, dass Europa hier auch gemeinsam vorangeht. Im Gegenteil, wir haben gerade in Detroit eigentlich dafür geworben, dass zwischen Europa und USA man doch jetzt vorankommen soll mit einem Free Trade Agreement. Ja, aber ihr wolltet, glaube ich, mehr auf aufs amerikanische Level, oder? Na, ich glaube, das würde ich noch nicht für ausgemacht halten, was da rauskommt. Die Amerikaner, Frau Andrea, wissen auch, ihre Interessen zu vertreten. Aber ich glaube, wir müssen hier mal an die Verbraucher denken, denn der Verbraucher versteht nicht, warum in entwickelten Ländern wie Europa und USA es nun einen Unterschied macht, ob der eine gelbe Schlusslichter oder Blinklichter hat und der andere rote. Darin sehe ich keinen Effekt, kostet aber Unternehmen in der Automobilindustrie Geld, was am Ende der Verbraucher mitbezahlen muss. Das, meine ich, ist wirklich ein Schritt, der noch vor uns liegt und wo wir hoffen, dass die neue Regierung Obama jetzt ein Signal setzt, dass da wirklich ernst mitgemacht wird. Also wir haben sicher als Industrie ein Interesse eigentlich an weltweit einheitlichen Standards. Die Industrie macht sehr viel Geld damit kaputt,
dass man sich auf die Abgasvorschriften Europa einstellt, die Amerikaner etwas anders sind, die Japaner wieder anders. Also da wird viel Geld kaputt gemacht. Also die Industrie arbeitet auch an einem weltweiten Standard. Zu Amerika, die kalifornischen Abgasvorschriften waren über viele, viele Jahrzehnte, sind es auch heute noch, die schärfsten der Welt. Und die haben die Technik in der Abgasreinigung etc. stark vorangetrieben. Also was für scharfe Grenzwerte spricht, weil Technik gefordert wird, weil Innovation gefördert wird, weil es ein Anreiz ist. Das ist ja, wir sind eins zu eins, wir sind völlig beieinander, ja? Dachte ich mir. Weil scharfe Grenzwerte dazu führen, dass technische Entwicklungen schneller vorangehen, als wenn sie nicht da sind. Grenzwerte, Vorschriften, Zielvorgaben sind ganz sicher ein Treiber für Technik, sind wir vollkommen einig. Ich sag mal, Sauberkeit kann man nur in sehr begrenztem Maße verkaufen an den Verbraucher. Wenn wir ein Auto 500 Euro, 1000 Euro Unterschied haben und der eine hat erfüllt Grenzwert 1 und der andere Grenzwert 2, wird sich das preiswertere Auto in der Regel verkaufen, besser verkaufen. Das heißt, hier muss der Gesetzgeber, und ich glaube, da sind wir wirklich auf einer Ebene, muss der Gesetzgeber eine normierende Vorgabe geben, an die sich die Hersteller dann zu halten haben. Das Thema scharf und nicht scharf, muss man immer sagen, es muss nachher auch noch bezahlbar sein. Also es ist immer zwischen Anreiz und Fördern und Totmachen ist halt ein schmaler Grat. Genau. Ja, und deswegen geht es eben bei scharf auch um die Diskussion, was ist bezahlbar und was ist physikalisch möglich? In welchen Dimensionen muss man hier weiterdenken? Und das ist ja auch der Grund, warum der VDA so eine Veranstaltung mit der Böll-Stiftung gemeinsam macht, damit man mal aus den eigenen Perspektiven auch ein Stück heraus sich bewegt, was für uns Alltag ist, aber wo man sagt, wir müssen auch denen, die uns kritisch betrachten, Argumente liefern. Und diese Auseinandersetzung halte ich schon für produktiv. Und ich glaube, das kann man für die anderthalb Tage, jedenfalls was ich gehört habe, jetzt schon, schlussfolgern. Wir hatten hier gestern einen Hinweis, dass jemand sagt, er hätte eine E-Mail noch von vor 10 Jahren. Da hätte es geheißen, dass physikalisch nicht machbar sei der Grenzwert, der jetzt gerade gilt. Ja, man definiert das doch immer mit dem Erkenntnisstand, den man heute absehen kann. Und diejenigen, die die eigene Wertschöpfung nicht vertreten müssen, tun sich leichter in der Definition von Grenzwerten. Und wenn die Forschung bei der Batterieforschung beispielsweise heute selber noch nicht die Ergebnisse schnitzen kann, dann wundere ich mich schon, wenn manche meinen, sie könnten das definieren für die Automobilindustrie. Ja? Dass man der Automobilindustrie immer unterstellt, sie würde schwache Grenzwerte wollen, die sie locker erfüllen kann, ja, verstehe ich immer nicht, weil sie wird dann nicht wettbewerbsfähig. Aber dass sie es manchmal schneller erreicht, als sie es selber vor 10 Jahren geglaubt hat, spricht nicht gegen die Argumentation von vor 10 Jahren. Ich hatte die Woche eine andere Podiumsdiskussion, da war der Bundestagspräsident Lammert und der ist ja auch schon lange Abgeordneter und er erzählte über die Einführung des Katalysators und der prophezeite Niedergang der Automobilindustrie und wie die Lobbyverbände dieses thematisiert haben. Und was ich angenehm fand, ist, er hat es gegenübergestellt in die Diskussion heute, weil die Lobby jetzt im Bereich der Automobilindustrie nicht mehr so argumentiert. Also es ist nicht mehr dieses Szenario des absoluten Niedergangs einer ganzen Industriebranche. Und das finde ich eine gute Annäherung, ja, dass wir da ein bisschen rauskommen von. Sie bekommen uns aber im Augenblick noch nicht davon weg, und da wollen wir eigentlich auch nicht weg, zu sagen, wir müssen wirklich hohe Anforderungen stellen, die Notwendigkeiten und die Veränderungen, die auch die Automobilindustrie leisten muss bei der ganzen Frage ökologische Transformation, kann nur bedeuten, dass es nicht so bleiben kann, wie es ist. Und es muss sogar bedeuten, dass wir einen deutlicheren Schwenk hinbekommen zu der Frage sichere, emissionsarme, sparsame und bezahlbare PKWs. Und ehrlich, wenn ich jetzt sehe, Detroit dieses Jahr auf einmal wieder guten Euro, in Amerika ist der Ölpreis gerade, sinkt durch wundersame Weise historisch grandios, ja, was steht da, der große SUV? Und nicht nur einer, sondern an der Reihe. Auf der IAA 2007 war das große Thema, die Automobilbranche wandelt sich. Wir gehen in die neuen Antriebstechnologien, wir haben verstanden, wir machen.
es widerspricht sich. Was wir jetzt auf Detroit, in Detroit erlebt haben, passt damit nicht zusammen. Und deswegen, das sind jetzt Sie natürlich alle nicht betroffen, die hier stehen, aber Sie wissen, wie ich es meine. Die Automobilbranche ist ja noch nicht an dem Punkt angelangt, dass sie sagt, wir setzen es jetzt wirklich konsequent um und wir akzeptieren diese Maßgaben, und die Politik auch gibt, im Sinne von klaren Zielsetzungen, die auch wirklich herausfordernd sind, und stellen uns hier auch auf, zumindest das, was wir in Detroit erlebt haben, spricht nicht dafür. Also die Autos, also die Autos stehen dort in Detroit, weil die Autos von Amerikanern gekauft werden. Das ist schlicht die Logik dabei. Ja, so einfach ist das. Also die Messgeräte reagieren darauf kaum. Also entweder sollte sich entscheiden. Dann. Als Industrie produzieren wir mal zunächst mal das, was der Markt möchte. Ich möchte nochmal zu den Grenzwerten zurückkommen. Und wenn Sie Mails von vor 10 Jahren oder auch Zeitungsüberschriften rausholen, da würde ich sagen, da hat die Industrie eine weiche Flanke. Also wir haben in früheren Jahren wirklich immer geglaubt, ob wir es geglaubt haben oder nur gesagt haben, aber die Welt geht unter, wenn die nächste Abgasstufe kommt. Sind wir weiter, aber, und da möchte ich nochmal an Herrn Bräunig anknüpfen, der technische Fortschritt oder die Anforderungen, die waren ja immer Halbierung oder auf ein Viertel der ursprünglichen Wert. Also das war extrem anspruchsvoll. Und als Unternehmen, die jetzt Ökologie und Ökonomie durchaus miteinander verknüpft, denn wir machen die Hälfte unseres Umsatzes etwa mit Einspritztechnik und jegliche höhere technische Anforderung ist eigentlich etwas, was uns grundsätzlich gefällt. Also auch aus dieser Perspektive heraus, wenn eine neue Abgasvorschrift kommt, unsere Ingenieure intern, jetzt nicht politisch, sagen immer erstmal, wie kriegen wir das überhaupt hin? Was brauchen wir für eine aufwendige Technik? Und dann sind wir 2 Jahre weiter und dann merken wir, nee, brauchen wir nicht, geht auch einfacher. Und technischer Fortschritt ist nicht so einfach zu prognostizieren, denn wir müssen das ja nachher in Serie haben, das muss stabil tun, das muss gute Qualität haben, muss bezahlbar sein. Und von daher sollte man nicht unterschätzen, was dort auf der Entwicklungsseite, auf der Forschungsseite zu leisten ist, um diese Vorschriften zu erfüllen. Und als Messegeschäftsführer der IAA kann ich Frau André versprechen, dass sie auch auf der IAA 2013 eine Vielfalt von emissionsarmen und verbrauchsarmen Fahrzeugen nicht nur der deutschen Automobilindustrie sehen wird. Und da es Gott sei Dank nicht nur Detroit gibt, sondern auch von Indien über Shanghai, Moskau, jede Menge anderer Messen, ist das Bild, dass die deutsche oder die internationale Automobilindustrie das Ziel, weiter emissionsarme Fahrzeuge zu entwickeln, nicht längst verstanden hätte. Ich glaube, darauf können wir uns verständigen. Da haben Sie vollkommen recht, dass die Situation anders ist als vor 10 Jahren. Diese Lektion hat die Automobilindustrie gelernt. Okay, gut. Jetzt ist erstmal die Sprache. Das muss ich jetzt erklären, genau. Jetzt muss Herr Kindermann neu überlegen. Eigentlich würde ich gerne Herrn Kerner wieder ins Spiel bringen. Heute Morgen hat der Betriebsratschef von VW gesagt, Herr Osterloh, was VW anstrebt, ist noch nicht genug. Also man müsste die Absatzziele noch höher schrauben. Ist ja eher ungewöhnlich für einen Gewerkschafter. Das heißt, wir sind bei einem Premium-Hersteller, sind sogar die Gewerkschaften dafür, dass die Absatzzahlen nochmal hochgeschraubt werden. Was sagen Sie dazu? Man muss, denke ich mal, die Betriebsratskollegen sind natürlich Bestandteil eines Unternehmens und genauso treiben, wie es natürlich immer die Frage ist, wie entwickeln sich Absatzmärkte, wie entwickelt sich Absatz, was Betriebsräte auch beschäftigt, treiben gerade zum Beispiel auch die Kollegen von VW das Thema Elektromobilität voran und versuchen auch diese Themen letztendlich stärker im Unternehmen zu verankern. Und das hätte ich jetzt das Mikro, würde ich sagen, der Elektroautoabsatz bei VW ist noch nicht so ganz. Ja, aber das ist natürlich auch der Punkt der Betriebsratskollegen dort, dass sie natürlich auch den Anspruch haben, technologisch federführend mit zu sein und diese Themen auch mitzutreiben und mitzuverankern. Und wir haben gerade bei VW eine Kultur, wo auch die Arbeitnehmerseite in diese technischen Veränderungsprozesse, wenn es um Zukunftsdebatten geht, auch aktiv mit eingebunden ist, rein aus dieser Logik raus letztendlich zu sagen, wenn sich Technologien verändern,
und dann irgendwann auch mal Standorte sich verändern und vielleicht dann plötzlich Standorte Beschäftigung verlieren, dann können wir immer wieder kämpfen im Verteidigungskampf, wie das eigentlich klassisch bekannt ist. Eigentlich Kultur müsste es sein, dass wir viel früher anfangen. Das ist, glaube ich, bei VW inzwischen sehr gut verankert, nämlich sich rechtzeitig Gedanken zu machen, wie verändern sich Produktionsabläufe, wie verändern sich letztendlich auch Qualifikationsbedarfe, wenn es zum Beispiel nicht mehr nur den Verbrennungsmotor gibt, sondern Elektromotor. Das sind ja ganz andere Fertigungsinhalte. Wir brauchen neue Berufe, wir brauchen neue Qualifikationen. Und das ist auch ein Thema, wo sich die Betriebsräte sehr stark dann auch mit einklinken müssen. Es geht nicht nur immer darum zu gucken, wo ist der Absatz. Es spielt natürlich auch eine Rolle, weil das hat was mit Beschäftigung zu tun, gerade wenn immer große Ratiopotenziale auch vorhanden sind. Aber es geht insgesamt auch darum zu überlegen, und das machen gerade auch die Betriebsräte sehr stark, wie verändern sich die Produkte, die Prozesse und was heißt es für die Beschäftigten? Wenn man sich die Diskussion auch gestern und heute, oh, das ist nett, danke, ansieht, die hier auf dem Kongress gelaufen sind, dann fällt immer wieder das Wort Premium. Das war schon ganz am Anfang unserer Diskussion, so, als ob das so der Schlüssel ist, der alles öffnet, auch für die Zukunft der Automobilindustrie. Da würde ich gerne noch mal ein wenig verharren. Herr Füchs hat gestern gesagt, Premium, das muss Öko sein. Teilen Sie diese Ansicht, Herr Bohr? Premium hat, wenn wir jetzt, also zunächst mal, Was ist Premium? Das ist eigentlich die Marke. Also wenn einer mehr ausgibt für ein Auto als das, was er braucht, um von A nach B zu kommen, und wenn es zwischen muss ich oder brauche ich zu möchte ich gerne haben kommt, also das generiert Kaufkraft und ist damit eine Chance auch für die Industrie, einfach Innovationen zu treiben. Innovationen müssen ja bezahlt werden. Also braucht Ingenieure. Und braucht auch Kunden, die nachher sagen, ich will mal eine solche Innovation wie zum Beispiel teilautomatisiertes Fahren haben, ist am Anfang teuer. Also von daher ist Premium, und da ist die deutsche Automobilindustrie sehr glücklich, dass wir mehrere Premium-Hersteller haben, die sich auch noch gegenseitig im Wettbewerb halten und damit relativ gesehen immer besser werden. Ein ganz wichtiges Element der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie. Und wenn Sie mich fragen, wo kommt Elektrifizierung, dann gibt es wahrscheinlich auf der einen Ecke so die reinen Stadtfahrzeuge, also ganz klein, ganz leicht, und ansonsten wird es im Premium kommen. Es wird als Plug-in-Hybrid zum Beispiel kommen in den großen Fahrzeugen, aber es wird nicht billig sein. Und deswegen braucht es einen Premium-Anspruch, etwas nach dem Motto, leiste ich mir, um solche Technik zunächst mal in die Fahrzeuge zu bringen. Also aus meiner Sicht als Innovationstreiber ganz wichtiges Element für die deutsche Industrie. Mhm. Herr Bräunig, die Wirtschaftswoche hat vor 2 Wochen eine Geschichte gemacht, in Premium ist gar nicht Premium drin, sondern da wären ganz oft, weiß ich nicht, bei der A-Klasse dann nur eine Eisenstange, wenn man den Kofferhaube aufmacht und so weiter. Also dass viele Sachen da eigentlich ganz normale Bestandteile sind und dass das eigentliche Geschäft mit den ganzen Ausstattungspaketen gemacht wird und dass da tatsächlich die Gewinnmargen sehr hoch sind. Also, die Geschichte war, ist vielleicht im Premium gar nicht Premium drin. Dann wird es der Verbraucher nicht kaufen. Der ist der kritischste Messstab für die Automobilindustrie. Premium heißt Qualität, und Sie können eben auf einer Messe, sei es Detroit oder Frankfurt, die Unterschiede schon sehen, wenn Sie sich ins Auto setzen. Das nennen die Experten Haptik, oder der Nächste kommt auch in der Tat mit der Schnelligkeit, mit der sie in Premiumfahrzeugen Ökologie umsetzen. Über diese Premiumfahrzeuge wird ja sehr viel Technologie zunächst mal hineingebracht. Aber wir sehen auch eine Veränderung der Definition von Premium in die Kompaktklasse, wie man es sich vor 10, 15 Jahren nicht vorstellen konnte. Und gerade die sogenannten Luxuswagenhersteller werden auch unseren internationalen Wettbewerbern noch einen stärkeren Kampf ansagen, wenn die deutschen Premium-Klasse-Hersteller nun verstärkt in die Kompaktklasse gehen. Das hat auch mit Umweltschutz zu tun, aber nicht nur. Und da wir ja diskutieren, Ökologie mit Ökonomie zu vereinbaren, kann ich nur sagen, wer Premium in Deutschland kaputt macht, macht deutsche Arbeitsplätze kaputt. Mehr als die Hälfte der Beschäftigung von deutschen Herstellern in Deutschland hängt am Premium. Also sägen wir doch bitte nicht auf dem Ast, auf dem wir sitzen. V.
Frau Andrea, was ist für Sie das Premium-Auto der Zukunft? Ach, ich kann mit dem Satz Premium ist Ökologie, da kann ich schon ein bisschen was anfangen, aber ich habe ein völlig unerotisches Verhältnis zu Autos. Ja? Also die Dinger müssen fahren können. Ja? Also Sie sagen, oh. Widerspruch von der rechten Seite, ja, von mir aus wirklich, gesehen. Also ein Auto muss halt fahren können. Deswegen, das muss ich kann auch selber rückwärts einparken und ich hätte theoretisch auch mein Fenster runterkurbeln können. Also so diesen technologischen, die Haptik oder den Effekt technologischer Weiterentwicklungen in der ganzen Innenausstattung und so. Da habe ich jetzt aus unseren Fachgesprächen, die wir ja im Vorgriff dieser Reihe hatten, eigentlich eher gelernt, dass so ein bisschen immer die Frage ist, wie erhöht es den Verbrauch? Weil bei mir ist bei einem Auto was völlig anderes entscheidend. Wie viel verbraucht es und wie viel emittiert es? Das ist für mich das eigentlich Entscheidende und ist es sicher. Also der ganze Sicherheitsaspekt mit Airbags und ich habe drei Kinder, also ich will dann schon, dass die auch da irgendwie geschützt sind. Das ist schon nur alles in Ordnung. Aber ich fand, es war für mich eine hochspannende Diskussion, die wir damals hatten über die Elektronik im Auto und was die inzwischen alles können, ja, und zukünftig auch können sollten. Da bin ich nicht die Zielgruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob damit die Hälfte der Bevölkerung, nämlich die Frauen, nicht die Zielgruppe sind und ob sie damit direkt die Männer ansprechen. Das, keine Ahnung, ja, aber ich will aber an diesem einen Punkt, ja, wer Premium kaputt macht, sägt den Ast ab. Wir können uns gerne darauf einigen, dass Sie ein Premium-Auto mit all diesen technischen Feinheiten, Finessen und Details gut auf den Markt bringen, aber für mich ist entscheidend, was verbraucht es und was emittiert es. Weil das sind die ökologischen Fragen, die da dahinter stehen. Und wenn das zusammengeht, ist es wunderbar. Wenn ich allerdings weiß, dass dieser ganze technische Besonderheiten oder aus meiner Sicht teilweise Schnickschnack, aber wie auch immer, am Ende einfach den Verbrauch erhöht, dann kann man da ja doch mal einen kritischen Blick drauf werfen. Volle Zustimmung auf der Seite der Industrie. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn in der S-Klasse jetzt ein Vierzylinder ist, dann denke ich, erfüllen wir die Ansprüche von Frau André und der Automobilindustrie geht es natürlich auch darum, die zukünftigen Ansprüche ihrer drei Kinder zu erfüllen. Also ich habe drei Söhne zwischen 20 und 31, die haben vollkommen unterschiedliche Zugänge zum Automobil, aber alle drei einen hohen Anspruch an individuelle Mobilität. Kommen wir doch mal auf das strittige Thema Elektroautos, Antriebe. Herr Altmaier hat neulich gesagt, also irgendwie verstünde er die Industrie gar nicht. Es gäbe so viele Antriebe, irgendwie müssten die sich doch mal einigen. Es gäbe jetzt 7 oder 8 unterschiedliche Antriebsmöglichkeiten. Konnte man das nicht auf 2 oder 3 reduzieren? Sie haben ja die berühmte Fächerstrategie, Herr Bräunig. Der VDA hat sie. Aber in der Tat, Elektroantrieb, Hybridantriebe, Erdgas, das sind ja alle Möglichkeiten noch im Spiel. Wäre es nicht vielleicht gut, tatsächlich sich zu einigen, auf einen Weg sich zu begeben? Vielleicht Herr Bohr dazu. Also als Zulieferer fänden wir es klasse, wenn es den Einheitsantrieb gäbe. Das müsste aber heißen, es ist das Einheitsauto und ist das Einheitsfahrprofil. Und wir haben halt, wie wir eben gelernt haben, wussten wir schon vorher, sorry. Aber ich weiß nicht, was Sie gerade gelernt haben. Ich lerne ständig. Also Verbraucher, die von A nach B wollen und das Auto als sicheres, sauberes, sparsames Transportmedium haben. Es gibt sicher Verbraucher, die lange Strecken fahren. Es gibt Verbraucher, die komfortabler unterwegs sein wollen. Und wenn wir jetzt die unterschiedlichen Antriebe uns heute ansehen, dann ist halt ein Elektrofahrzeug zum einen heute im Wesentlichen aufgrund der Batterie noch sehr teuer. Und je größer die Reichweite ist, desto teurer wird's, weil die Batterie proportional größer wird und damit halt mal für die nächsten 7, 8, 9, wahrscheinlich auch 10 Jahre mal primär für den Stadtverkehr, fürs Commuting von A nach B in der Stadt geeignet. Wenn ich längere Strecken fahre, kann ich mit dem Elektrofahrzeug nichts anfangen. Da brauche ich einen Diesel, einen Erdgasantrieb oder einen verbrauchsgünstigen Benziner. Der Plug-in-Hybrid, der aber wie gesagt eher im Premium kommen wird, weil er teuer ist, verheiratet die beiden, elektrisches Fahren in der Stadt und verbrennungsmotorisches außerhalb. Die Vielfalt ist ein Headache, wie wir sagen würden. Wie bereitet sich denn Bosch auf die Elektroautos vor? 2020 gibt es ja 1 Million auf den Straßen. Da müssen Sie hier langsam so in die Pötte kommen. Ja. Ja, Sie können heute schon Elektroantriebe von Bosch kaufen. Also der Elektrosmart hat einen Bosch Elektro
Motor. Das gleiche gilt für die für verschiedene Plug-in-Fahrzeuge, der E500 Fiat, der in Kalifornien oder in den USA kommen wird, ist auch einen kompletten Bosch-Antriebsstrang elektrisch. 1 Million in Deutschland ist eigentlich gar nicht das Wichtige. Wir sagen, wir werden weltweit ungefähr 3 Millionen Fahrzeuge produzieren 2020. 3 Millionen elektrisch, 3 Millionen Plug-in-Hybrid und 6 Millionen Hybrid. Und damit so etwa 10% der Neuproduktion 2020 elektrifiziert haben. Jetzt, warum kommt es nicht früher? Ganz einfach, Kosten nutzen. Also die Technik ist noch zu teuer, dass der Verbraucher sagt, das ist jetzt ein Angebot, das finde ich klasse. Ihr wollt 15.000 Euro mehr von mir haben und ich darf aber nur 150 Kilometer weit fahren. Passt heute noch nicht. Wir müssen von den Kosten her stark runter, von der Reichweite hoch und das braucht Zeit. Noch eine Nachfrage. Was machen Sie denn konkret? Also ich glaube, Sie sind im Moment ganz froh, dass Sie keine Batteriefabrik haben, oder? Ja, zunächst mal, wir investieren zurzeit pro Jahr 400 Millionen Euro in die Elektrifizierung. Also das sind 1200 Ingenieure allein, die an Elektrifizierung arbeiten. Also ein hohes Investment. Jetzt werden Sie sagen, jetzt haben Sie eben gesagt, das ist aber da hinten 2020, geht es erst los. Wir machen halt heute die Hälfte unseres Umsatzes im Automobil mit Verbrennungsmotoren und wollen den in Zukunft auf alle Fälle auch mit elektrischem Antrieb machen. Also wir bereiten uns hier drauf vor. Wir machen Leistungselektronik, elektrische Motoren und Batteriemanagementsysteme. Wir sind ganz froh, dass wir im Moment keine große Batteriefertigung haben, weil da extreme Überkapazitäten im Weltmarkt sind. Ich glaube, die Automobilindustrie würde einen radikalen Fehler machen, wenn sie sich nur auf eine Antriebstechnologie jetzt konzentrieren würde. Das wäre ein so hohes Risiko für ihre weltweite Präsenz und für ihre weltweite Akzeptanz. Und ich bleibe mal wieder bei meinem Beispiel USA und Detroit, weil es jetzt einfach zeitlich das Jüngste ist. Wir haben jetzt wieder gemeinsam mit Bosch und den Herstellern eine neue Clean Diesel Kampagne in USA gemacht, um dem Amerikaner sozusagen nicht nur das Volumenfahrzeug von VW mit Deutschland zu verbinden, die bisher auch nur die Luxusklasse eher mit Deutschland verbinden, sondern auch mit dieser Technologie. Aber wenn Sie einen Amerikaner fragen, mir ist da so gegangen mit der Familie, wo meine Söhne ihr Highschool-Jahr gemacht haben, und sie fragen da einen Familienvater, hast du schon mal was vom Clean Diesel gehört? Dann überlegt er im Moment und antwortet ihnen, yes, we do have trucks in the United States. Und das, glaube ich, ist ein Punkt, warum wir für alle Märkte die entsprechenden Technologien anbieten müssen. Das heißt, Technologie ist beim Verbraucher nicht nur die formale Effizienz, sondern das, was er auch subjektiv akzeptiert. Und deswegen ist es gut, dass wir von der Brennstoffzelle bis, und Bosch ist ja das Paradebeispiel, soweit ich weiß, ist Bosch ja beim Verbrennungsmotor, also Benzin, Diesel und Elektro unterwegs. Und da streiten sich die Ingenieure wahrscheinlich, wer die Investitionsbudgets bekommt, weil keiner weiß, wer schneller an diesem Ende sein wird. Und die Elektriker vom Dieselingenieur hören, wir wollen doch mal zeigen, wer schneller sein wird. Und deswegen bin ich auch nicht dafür, dieses Ziel, 1 Million Fahrzeuge öffentlich zu diskreditieren, sondern einfach zu zeigen, wir brauchen solche Leuchttürme, damit dahinter sich Leute, Politiker, Unternehmen, Arbeitnehmer versammeln, darauf hinarbeiten. Und so wie vor 2 Jahren das ein überzogener Hype öffentlich war, findet jetzt mehr hinter den Kulissen statt. Und natürlich spielt die Wirtschaftlichkeit in der Achse eine große Rolle. Gestatten Sie, Frau Andrea, dass ich jetzt sage, wenn Frau Andrea gesprochen hat, danach würden wir dann Fragen zulassen hier aus dem Publikum. Da können Sie sich schon mal was überlegen. Danke. Also den technologieoffenen Ansatz teilen wir. Weil ich hatte vorhin am Anfang mal angedeutet, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Politik das Ziel vorgibt. Aber der Weg dorthin, der ist nicht politisch, das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern den müssen Sie erreichen. Ja? Und wir haben jetzt das Beispiel Jahressteuergesetz, da geht es um die Frage, können wir mit diesem, da gibt es ja so diese 1%ige Anrechnung des Listenpreises, und das ist natürlich bei einem teuren E-Mobil höher, weil die Batterie so teuer ist. Dann haben sich ja im Jahressteuergesetz was überlegt, dass man hier besonders auf die Elektrofahrzeuge und die Hybrid-Elektrofahrzeuge berücksichtigen kann. Das ist genau der falsche Ansatz, weil ich dann wieder sage, aber im Jahressteuergesetz, also bei der Frage steuerliche Behandlung, ist es aber ein Unterschied zwischen einem Elektrofahrzeug und einem anderen. Und wir würden sagen, knüpft das Ganze doch an die Emissionen. Ja, dann wären jedes Elektrofahrzeug dabei, wenn sie da unter 50 oder unter 60 Gramm sind.
kommen sie in eine steuerliche Begünstigung. Wenn sie über 240 Gramm sind, sorry, dann war es. Das ist nicht Job der Allgemeinheit, sowas zu bezahlen. So. Und eher solche Ansätze zu wählen. Und die sind technologieoffen. Ja. Ich will aber noch einen Satz sagen bei den verschiedenen Antriebstechnologien, weil Sie gesagt haben, die Hemmnis ist der Preis und die Reichweite. Das dritte Hemmnis hängt mit der Reichweite zusammen, aber das ist natürlich der Ausbau der Infrastruktur, ja. Und das ist, finde ich, eins der noch fast ungelösten Probleme. Also im Elektromobil wäre es ja noch am relativ einfachsten, weil es überall Steckdosen gibt, muss man organisieren, ja, wie man da drankommt. Aber in ganz vielen anderen Technologien, wo sie diese ganze Infrastruktur noch aufbauen müssen, das ist, glaube ich, der eher politische Ansatz, wo man in die Förderung reingehen muss, als jetzt in den Individualteil. Vielen Dank, Frau André. hat er gesagt. Also klar, Infrastruktur ist ein Punkt. Und auch hier Förderung im Sinne von, ich habe ja, wenn ich als Infrastruktur reinbringen will, immer dieses Henne-Ei-Problem. Also es gibt keine Infrastruktur, also gibt es keine Fahrzeuge, die brauchen. Das jetzt, also Erdgas und Elektrofahrzeuge fallen mir ein, Brennstoffzelle vielleicht auch noch. Oder umgekehrt, wenn ich Infrastruktur reinbaue, gibt es noch keine Fahrzeuge. Und damit habe ich als Investor kein Payback, keine Rückzahlung, kein Rückfluss meines Kapitals. Also hier etwas lenkend einzugreifen auf der Infrastrukturseite macht sicher Sinn. Okay, jetzt kommt die erste Frage. Bitte schön. Andreas Reinhardt, Bundesverband Solare Mobilität. Frau André, wenn wir identifizieren die Defizite gerade im Bereich Intermodalität als Ziel, Infrastrukturmängel, gerade auch Bund-Länder-Zuständigkeiten. Wir haben das an dem Thema ja gerade das Elektrofahrzeuge gesehen. Wir haben auch in Berlin oder in den Ländern noch keine eindeutige rechtliche Regelung, dass Parkplätze, die reserviert sind für Elektrofahrzeuge, wenn sie denn mit beschildert sind, auch rechtlich vor Gericht durchgehen als privilegiert für zum Beispiel diese Sachen. Wir haben jetzt Dutzende von Problemen, die identifiziert sind, die Infrastruktur betreffen. Welche Chancen sehen Sie denn, dass Bund und Länder sich abstimmen, dass dort mal ein einheitlicher Prozess und eine einheitliche Roadmap kommen, damit technologischer Fortschritt und die Wünsche nach Intermodalität nicht laufend von behördlichen oder Verordnungsmaßnahmen behindert werden? Also das ist ja so eher eine Frage auf das derzeitige gemeinsame Vorangehen zwischen Bund und Ländern und jenseits von der Frage, der konkreten Frage über die Infrastruktur, werden wir in den nächsten Monaten nicht so wahnsinnig erfolgreiches Zusammenarbeiten zwischen Bund und Ländern erleben, um es mal so vorsichtig zu sagen. Also ich habe im Augenblick würde ich eher auf die Kommunen gehen. Welche Möglichkeiten haben die Kommunen, hier schon Angebote zu machen? Wenn ich es richtig weiß, zielen Sie auf diese blaue Plakette auch ab, also die ja tatsächlich auch eine Möglichkeit ist, PKWs nochmal ein Prä zu geben, ein Incentive zu geben über einen Parkplatz und ähnliches. In einer Stadt wie Berlin ist es hochspannend und deswegen funktioniert ja auch in diesen Städten diese ganzen Modelle, die angeboten werden von diesen moderneren Carsharing-Konzepten, also wo sie Drive Now, ja, oder Car to Go oder wie sie alle heißen, ja, wo sie ja nur noch an den, nehmen sie das Auto mit und parken halt dort, wo sie parken wollen. Und je mehr ausgewiesene Parkflächen es da gibt, die reserviert sind für sie, umso interessanter wird es. Und das sind die richtigen Ansätze, um die Akzeptanz für jetzt mal zumindest Nutzen im kleineren Bereich voranzubringen. Aber ich sehe jetzt noch nicht die richtig massive Initiative abgestimmt zwischen Bund und Ländern, um hier voranzukommen. Okay. Gibt es weitere Fragen? Gerd Lotzin vom Ökologischen Verkehrsclub VCD. Frau Andrea und Herr Bohr, Sie haben ja beide richtigerweise gesagt, dass bei der Autoindustrie heute nicht mehr das Abendland untergeht, wenn eine neue Schadstoffgrenzwertstufe kommt. Aber es ist heute, die Töne sind ein bisschen ruhiger geworden. Heute sagt man schlicht und ergreifend zwei Beispiele, Klimaanlagen für Pkw oder Partikelfilter bei direkt einspritzenden Benzinern, dass Kosten, und zwar Kosten in der Höhe von 30 bis 100 Euro, dass die zu hoch sind, um diese Umwelttechnologien einzuführen. Zweite Frage,
zum Premium. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wie es denn jetzt, ich habe ein Beispiel genommen, den 5er BMW. Herr Bräuning, Sie stimmen mir bestimmt zu, 5er BMW ist Premium. Ne? Wenn die Hälfte der deutschen Fahrzeuge Premium ist, muss der 5er BMW auch sein. Ich finde auch, der 5er BMW mit 119 Gramm CO2 ist Premium. Aber wenn Sie in die Liste reinschauen, Sie finden auch einen 5er BMW mit 257 Gramm. Einfach mal ein paar konkrete Zahlen zu nennen. Das ist nicht Premium. Er möchte Herr Bräuning, machen Sie den BMW? Weil das ist ein guter, guter Kunde von uns. Gerne. BMW ist auch ein guter Kunde des VDA, Herr Bohr, da sind wir uns einig. Und das, was der BMW doch hier zeigt, dass die Premium-Hersteller umweltfreundliche Fahrzeuge anbieten. Punkt. Und der Verbraucher wählt letztlich, ob er den für 119 Gramm, was übrigens ein tolles Fahrzeug ist, wählt oder halt sich ein anderes wählt. Die Frage, ja, es ist, ja, wenn wir den Verbraucher bevormunden wollen, dann muss das die Politik machen, also die Industrie wird es nicht machen. Nochmal konkret zu der Frage Mehrkosten von neuen Abgasstufen. Eigentlich haben wir in der Industrie, sagen wir zum Leidwesen der Zulieferer, die Preise, die Kosten für Standardelemente sinken jedes Jahr. Und was wir typischerweise haben, wenn wir es jetzt über einen langen Zeitraum angucken, dass die neuen Abgasstufen keine Mehrkosten verursacht haben, weil nämlich über die Zeit das gesunken ist. Dann kam aber zumindest mal, ob es im Preis so weitergegeben wird, ist eine andere Frage. Ein Schritt nach oben. Ich habe halt ein Einspritzsystem mit 1600 Bar und brauche eins mit 2000. Also da habe ich wirklich einen technischen Unterschied und zunächst mal Mehrkosten und die werden da wieder abgebaut. Damit kommen wir wieder zu dieser Frage Anreiz und Überreiz. Also Anreiz durch neue Abgasgesetzstufen, durch die Politik vollkommen akzeptiert. Nur wenn wir das jetzt den Gradienten zu steil machen, dann laufen die Kosten in der Tat nach oben. Und wo dieser schmale Pfad liegt, ja, da können wir uns jetzt trefflich drüber streiten. Ja, das ist ein schmaler Pfad. Und ich bin ja auch gar nicht der Meinung, dass wir sagen sollten, uns kümmert das alles einen feuchten Dreck, was Sie uns da erzählen. Und wir machen halt und Hauptsache hier lang. Und das, aber das heißt gemeinsames Suchen der Hebel, die wir bewegen können. Das eine, da gehe ich nochmal, ist die Dienstwagenbesteuerung. Ja? Ich bin nicht bereit, warum soll, und Dienstwagenbesteuerung heißt auch steuerliche Absetzbarkeit des Fahrzeugpreises, also in irgendeiner Form zahlt die Gemeinschaft da einen Teil dran mit. Ja? Warum machen wir nicht ein System, dass wenn das Auto einen geringen CO2-Emission hat, dass sie einen Vorteil haben? Und wenn es einen hohen CO2-Ausstoß hat, dass sie zumindest einen Nachteil haben. Also dass man da eine Art Progression einbaut. Ja? Das kann man ja machen. Das wäre einfacher, als zu sagen, wir nehmen jetzt nur die Elektromobile und verändern da oder rechnen da beim Listenpreis was raus. Das ist der erste Hebel. Und Dienstwagen sind ja nicht deswegen spannend, weil wir so dem Bild haben, der Vorstandsvorsitzende fährt die dicke Karre und wir wollen dem endlich mal an den Karren. Ja, da geht es um was ganz anderes. Dienstwagen sind deswegen interessant, weil 60% der Neuwagen Dienstwagen sind. Keineswegs nur die ganz Großen, ja? Die meisten, 60, ja. Und nach 2 bis 3 Jahren gehen die auf den Markt. Also das heißt, die sind die, die irgendwann das Straßenbild auch prägen. So, und das ist ein Hebel, den wir machen können. Und der andere ist natürlich, welchen Flottenverbrauch bei den Emissionen setzen wir an. Und da gibt es ja auch den Hebel, dass man sagt, selbst wenn wir auf 95 oder dann irgendwann auf 80 Gramm gehen, ja, dann werden Null-Emissionsautos anders mit berücksichtigt, zählen doppelt, zählen dreifach. Also da gibt es Hebel, wo man sich ja wirklich Gedanken macht, wie kann man weiterentwickeln. Aber die Richtung muss klar sein und die Richtung muss sein, sparsamere Autos und emissionsärmere Autos und keine andere. Das ist die Richtung, in die es gehen muss. Herr Bräunig, warum macht man das nicht so einfach mit den Emissionen statt mit der Besteuerung von Dienstwagen? Darf ich da noch ein paar Fakten liefern? Also, von den Neuzulassungen sind nicht 60% Firmenwagen, sondern 60% gewerbliche Zulassungen. Davon sind die Hälfte Firmenwagen, das heißt vom Handelsvertreter bis zur Pflegedienstkraft diejenigen, die dienstlich vom Arbeitgeber ein Auto für seine Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt bekommt. Diese 30% Neuzulassungen heißt nicht, dass alle diese Nutzer dieses Fahrzeug auch
privat nutzen dürfen, wie in der politischen Debatte immer unterstellt wird. Das heißt, die 1%-Regel, die Frau Andreje meint, trifft nicht mal auf die 30% der Firmenwagen zu. Gleichwohl muss man sich mit dem Argument auseinandersetzen, was Frau Andreje hat. Warum besteht warum Ihr Verband dann so genau, sehr darauf? Weil wir natürlich immer sagen, wir müssen Ökologie und Ökonomie zusammenbinden. Heißt, die Steuerpolitik durch andere, alle Parteien will Vereinfachung. So wie es eine Arbeitnehmerpauschale gibt, wo sie sozusagen diejenigen begünstigen, die weniger Belege in einem Jahr sammeln können als andere, kriegt die Arbeitnehmerpauschale. Der Staat macht einen Schnitt, damit sind wir uns übrigens mit dem Bundesfinanzministerium einig, bei der 1%-Regel. Das heißt, die Haushälter kriegen mehr über die pauschale Besteuerung des geldwerten Vorteils der Privatnutzung des Firmenwagens, als wenn jeder ein Fahrtenbuch führen müsste, was verfassungsrechtlich notwendig ist. Und deswegen hat auch die jüngste Anhörung im Bundestagsausschuss der Finanzen diese Fakten auch wieder bestätigt. Also ich glaube, dass das Ertragssteuerrecht, darin sind sich die Steuerleute einig, der vollkommen falsche Ansatz ist für dieses ökologische Ziel, weshalb wir ja eine scharfe Regulierung aus Brüssel haben und noch eine Kfz-Steuergesetzgebung gerade letztes Jahr geregelt haben, diese ökologischen Komponente eingeführt haben. Also als Ingenieur möchte ich mich jetzt nicht auf dieses steuerrechtliche dünne Eis begeben, aber mal noch ein paar Punkte aufnehmen. Zum einen Technikneutralität, dass Sie sagen, die Politik gibt vor, was erreicht werden muss, aber nicht wie. Volle Zustimmung auf unserer Seite. Ob wir das nachher mit Erdgas und teilhybridisiert oder elektrisch, egal wie wir es erreichen. Punkt zwei, Gradient nach unten, auch volle Zustimmung. Wir kommen von 120 Gramm in 2015 auf 95, jetzt in der Diskussion 95 Gramm 2020. Ich meine, das ist ein Gradient, der ist erheblich. Das muss man. Wir kommen ja nicht irgendwo von amerikanischen Werten von 250 Gramm für ein relativ normales Fahrzeug, nicht für den von Ihnen zitierten bayerischen Boliden. Den Dialog aufzunehmen, wie wir was incentivieren, würde ich auch sagen, volle Zustimmung. Volle Zustimmung, aber ich glaube, die Automobilindustrie versucht in Brüssel gerade für Premium-Fahrzeuge Ausnahmeregelungen zu erreichen bei den Emissionsminderungen. So kann ich das nicht stehen lassen. Wir wollen, dass die Flotten insgesamt betrachtet werden wie bisher. Und ich glaube, es ist nicht überzogen, wenn man darauf hinweist, dass heute schon die EU die schärfste CO2-Gesetzgebung hat. Die Amerikaner haben statt 95 121 Gramm, die Japaner 105. Und ich werbe damit gar nicht für 105 oder höher, sondern ich habe ja gesagt, scharfe Grenzwerte müssen sein. Aber man muss sich natürlich vernünftig darüber unterhalten, was scharf ist. Und das muss man aus Ökologie und ökonomischen Argumenten zusammen entwickeln. Also es ist falsch, dass die deutsche Automobilindustrie eine Flexibilisierung der Emissionsgrenzen für Premiumfahrzeuge anstrebt. Das ist so falsch. Die Automobilindustrie will, dass auch Premiumfahrzeuge in Zukunft in der Gesamtflotte eines Herstellers produziert werden können unter den Bedingungen der europäischen Gesetzgebung und dass die so ausgestaltet ist, dass wir nicht wie in Frankreich der Oberklasse das Licht ausmachen. Okay, Frau Andreje? Nee? Gut. Wir wiederholen uns dann. Gibt es noch Fragen? Das war die Frage nach den Kosten, hatte ich beantwortet. Also runter und dann mit der Abgasstufe wieder hoch und wieder hoch. Nur ganz kurz, Herr Bräunig, hatten Sie gerade noch mal den Slope in Frage gestellt, weil Herr Wissmann hat den gestern als akzeptiert. Herr Lutzi, ich habe die Position des VDA nicht in Frage gestellt, die Sie was besser kennen als ich. Okay. Jetzt vielleicht noch Herr Kerner. Wenn wir die Elektromobilität durchsetzen wollen, dann müssen wir bei der Beschäftigung bei der Qualifizierung umsteuern. Da entstehen ganz neue Qualifizierungsmuster. Was bedeutet das für die Beschäftigten?
Es geht, glaube ich, darum, dass wir da rechtzeitig miteinander erkennen und deswegen sind, welche Bedarfe notwendig sind. Und da ist mir der Satz zu einfach, die Politik macht den Rahmen und die Industrie muss es dann umsetzen. Ich glaube schon, dass wir auch von der Politik eine gemeinsame Anstrengung brauchen, was wir letztendlich, wenn wir in Richtung Forschung und Entwicklung gehen, wenn wir in Richtung Cluster diskutieren, wenn wir in Richtung diskutieren, dass wir Wertschöpfungsketten erhalten wollen. Weil klar muss ja unser Ziel sein, dass wenn wir dann Umsteuern schaffen, dass wir dann möglichst viel auch letztendlich dieser Wertschöpfungsketten, sicherlich nicht alles, aber komplett, aber dass wir viele Teile der Wertschöpfungskette auch im Land halten. Da muss sehr viel entwickelt werden. Da muss die Politik auch die Rahmenbedingungen letztendlich auch mit vorgeben. Und wenn wir in Richtung Elektromobilität denken, dann heißt es ja natürlich, man muss es ja bloß überlegen, ein normaler Motor hat weit über 1000 Teile, ein Elektromotor hat wahrscheinlich irgendwie so um die 200 Teile, also und ganz andere Inhalte auch. Das heißt, wir werden in die Richtung gehen müssen, Elektronik. Wenn wir Elektromobilität haben mit Batterien, dann geht es in Richtung Chemie. Wenn wir über leichte Autos reden, zum Beispiel dass die neuen Autos von BMW, die Carbonautos, dann reden wir über Leichtbau letztendlich, wo wir ganz neue Qualifikationen auch brauchen. Und da geht es einerseits um das Thema Ausbildung, es geht aber auch um das Thema Weiterbildung, es geht aber auch um das Thema Hochschulstudium, wo wir eigentlich so die ganze Ausbildungskette miteinander entwickeln müssen. Und das geht nur im Dialog letztendlich Unternehmen, Arbeitnehmer, aber auch die Politik, um diese Sachen voranzutreiben. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir den Menschen in den Unternehmen signalisieren müssen, dass wir sie in diesem Wandel mitnehmen. Das heißt natürlich, dass sie Arbeitsplätze verändern werden, dass sie Tätigkeiten verändern werden. Das ist nicht für jeden auch angenehm. Aber ich glaube, das ist das Signal, das wir geben müssen. Und wir müssen ja eh eine Kultur entwickeln, dass Veränderung nicht als Bedrohung empfunden wird, sondern auch für die Menschen als Chance empfunden wird. Und da, glaube ich, ist einfach dieses Signal wichtig. Wir nehmen euch mit. Wir entwickeln parallel mit den Produkten letztendlich auch diese Qualifikationen, die wir brauchen, damit wir die Produkte auch fertigen können. Okay, Dankeschön. Jetzt frage ich noch einmal. Gibt es noch Fragen? Doch, ja. Ja, Dieter Janicek, Vorsitzender der Grünen in Bayern. Ich habe eine Frage an die Unternehmensseite. Wie stark bedenken Sie in Ihren Strategien mit, dass sich energiewirtschaftlich sehr viel ändert in diesem Land und perspektivisch ja wohl auch in ganz Europa? Thema Überschussstrom, Thema auch, ich war bei Audi letzte Woche, Power-to-Gas-Technologien, die ja von der Plausibilität her, dass sie dann dezentral Methanisierung, also ins Erdgasnetz einspeisen können und einen Treibstoff haben, der dann sozusagen ja verfügbar ist, wie Erdöl auch, nur halt in anderen Formen ökologisch. Wie weit denken Sie da und sind auch in Kooperation mit Energieunternehmen? Ich höre so ein bisschen raus, wenn ich mit Ihrer Seite spreche, bin ja auch in der Kommission hier in der Böll-Stiftung, dass Sie nicht ganz zufrieden sind, wie weit auf der Energieversorgerseite dort gedacht wird, sondern Sie selber vielleicht sogar ein Stück weit progressiver da schon voranstehen. Also Industrieseite, wobei das nicht eine Seite ist, aber zunächst mal haben Sie, glaube ich, einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, das ist die Frage der Speicherung. Also je mehr wir in regenerative Energien gehen, und Bosch ist ja in der Solartechnik aktiv und auch bei Windenergie über Getriebe und entsprechende Hydrauliksteuerung, desto mehr stellt sich die Frage der Speicherung, weil nicht immer dann, wenn Energiebedarf da ist, weht auch der Wind oder scheint die Sonne und umgekehrt gilt das auch. Speichern in Batterien wahrscheinlich auf Sicht heraus zu teuer, zu aufwendig. Speicherung in Pumpspeicherkraftwerken und so weiter ökologisch nicht überall durchsetzbar und richtig. Und da bietet sich Gas in der Tat an, also dass ich aus Strom Erdgas, wenn man will, also CH4 herstelle und es dann ins ganz normale Erdgasnetz, und das ist ja das Tolle, dass wir neben dem Stromnetz auch ein Erdgasnetz ja in der Bundesrepublik haben, entsprechend verteilen kann. Ist bei uns auf der Agenda, also wir haben Einspritztechnik, Motorsteuerung für Erdgasantriebe, die jetzt für gespeichert oder abgebautes Erdgas genauso anwendbar sind wie für aus Biomasse erzeugtes Erdgas oder auch dann als aus überschüssiger elektrischer Energie erzeugtes. Die Diskussion, den Austausch zwischen Automobilindustrie, Energiewirtschaft, der ist möglicherweise noch verbesserungsfähig, ja. Noch weitere Fragen? Ja. Guten Tag, Ort ist mein Name. Ich bin privat hier aus reinem Interesse. Ich habe eine Frage zu dem Risiko, was besteht, wenn wir starke Anforderungen in Europa haben
ob wir dann eventuell Produkte hier entwickeln, die sich von den Anforderungen auf dem Weltmarkt unterscheiden. Und der europäische Markt hat ja im Anteil einen schrumpfenden Anteil weltweit. Und wenn wir hier zu starke Regulierungen haben, besteht aus meiner Sicht die Gefahr, dass wir Produkte entwickeln für den europäischen Markt, die mit den Kundenbedürfnissen weltweit eventuell nicht mehr übereinstimmen, weil die Anforderungen halt entsprechend teuer sind umzusetzen. Und Konzerne, die stärker auf Asien oder Amerika konzentriert sind, uns eventuell den Rang ablaufen können. Wie sehen Sie da ein Risiko? Wer möchte antworten? Also zunächst mal sind wir wieder bei dieser Ecke Anreiz und Überreizen. Wenn wir in Europa oder auch in Deutschland politisch Impulse, technische Impulse setzen, die sich dann zeitversetzt in anderen Ecken der Welt verbreiten, dann haben wir es richtig gemacht, denn wir haben ja schon Techniken dann entwickelt, die wir später auch in anderen Regionen zur Anwendung bringen können, haben dort also in der Regel einen zeitlichen Vorsprung. Das Überreizen gilt genauso, wenn wir zu Sonderwegen gezwungen würden, die später nicht marktgängig sind in Asien, hätten wir höhere Aufwendungen, die wir nicht dann über die Stückzahlen amortisieren können. Generell kann man sagen, wir entwickeln natürlich nicht nur in Deutschland für Deutschland. Ein Drittel unserer Ingenieure sind in Asien beim Kunden, um dort für die lokalen Märkte zu entwickeln. Also wir können es etwas kompensieren, aber es gibt, wie gesagt, so etwas wie eine Symbiose und ein gegenseitiges sich verstärken. Und es gibt auch etwas, wenn wir es überreizen, wo wir sagen, würde dann nicht passen. Frau André? Ich habe zum Überreizen vorhin schon gesagt, dass ich durchaus sehe und dass uns das bewusst ist, dass das eine Gratwanderung ist. Aber ehrlich gesagt sind wir aus meiner Sicht nicht an dem Punkt. Also wir müssen uns doch die Frage stellen, wie gehen wir damit um, dass im Jahr 2030 es ungefähr weltweit 2 Milliarden Kfz geben wird. 2 Milliarden. Ja, wir haben in Deutschland eine Dichte von 46%. Fast jeder Zweite hat hier einen Pkw. Wir können das nicht in der gleichen Form mit diesen PKWs machen. Das heißt, die Produkte müssen anders werden. Und es wird eine Notwendigkeit sein und es wird im Übrigen auch die zukünftige Nachfrage sein, mal abgesehen von einer Upper Class, ja, der finanziell nur völlig wurscht ist. Aber die Tatsache, dass die Ressourcen immer teurer werden und damit auch der Öl immer teurer wird, heißt doch, dass wir gerade bei den Antriebstechnologien auch umstellen müssen. Und deswegen habe ich ja gesagt, einer der Hebel ist die Frage Flottenverbrauch. Je mehr Null-Emission-PKWs in der Flotte drin sind, ja, umso interessanter wird der Mix. Und umso mehr sind sie auch nah an den Bedürfnissen in zukünftigen Nachfrageländern. Weil es ist ja allgemein gesagt worden, dass der Nachfragekontinent wird immer weniger Europa sein oder zumindest im Anteil schrumpfen, und es werden andere Länder sein und andere Kontinente. Und die Frage ist, wer wird was in Zukunft brauchen? Und wie wird es aussehen? Und was wird nachgefragt werden? Aber was sind die Rahmenbedingungen, unter denen wir auch sind? Da ist zum einen der Nachfrage, der damit umgehen muss, dass die Ressourcen immer teurer werden. Und dann ist es zum anderen eine ökologische Herausforderung, die wir beantworten müssen. Und natürlich geht es manchmal nicht ohne, dass es ein bisschen weh tut. Ja? Aber ich meine, wir können ja nicht sagen, dass wir diese Voraussetzungen nicht sehen und dass wir da nicht alle gemeinsam daran arbeiten müssen, dass sich hier was verändert. So schließen wir diesen Kreis. Wir haben begonnen. Bei der Gebäudewärmedämmung hat man es erkannt. Obwohl 50% da das Verhalten der Nutzer ausmachen, Beispiel richtige Lüftung. Beim Autoverkehr, beim Autofahren hat man es noch nicht erkannt. Man gibt Herstellerangaben vor, die in der Realität heute rum um ein Drittel überstiegen werden. Was könnte da die Politik und die Autohersteller leisten, um da die Brücke kleiner zu machen oder den Graben etwas einzuengen? Das geht jetzt um Lüftung in Auto. Okay, dann noch kurze Antwort auf diese Frage von Herrn Bräunig. Ich möchte die Frage mal so beantworten. Die letzten drei Fragen zeigen, und auch was Frau Andrea mit Recht als langfristige Herausforderung beschrieben hat, dass wir
viel breiter volkswirtschaftlich die Antworten geben müssen als allein bei einem Sektor. Das heißt nicht, dass man bei einem bestimmten Sektor schwächer wird oder nicht ausreizt, was dort rauszuholen ist. Aber nehmen Sie das Thema Gebäudesanierung. Da haben wir nicht nur in Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Und da können Sie noch ganz andere Effekte erzielen. Deswegen muss man auch insgesamt bei den Emissionen gucken, mit welcher Technologie wir welche Effizienzen auch in der Emissionsminderung insgesamt erreichen können. Wir werden es meiner Ansicht nach nicht schaffen, den Menschen, die heute nicht dieses Maß an individueller Mobilität haben wie wir, es aus ökologischen Gründen absolut zu verbieten. Ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, die wir in Indien, in China anbieten können aus Europa. Damit werden wir uns nicht nur keine Freunde machen, sondern auch nicht besonders glaubwürdig erscheinen. Und deswegen glaube ich, dass wir in breiteren Ansätzen gucken müssen, wie wir diese ökologische Herausforderung angehen müssen, über die Grabenkämpfe verschiedener Sektoren hinaus. Das gilt auch für den Verkehr und das bringt uns letztlich jedenfalls für den VDA, um es jetzt wieder runterzubrechen, auf unsere heutige Veranstaltung zu der kleinen Motivation, warum wir mit der Böll-Stiftung über die Zukunft der Automobilindustrie diese Veranstaltung machen wollten. Aha, okay, gut. Das war dann schon fast ein Schlusswort, aber das mache ich jetzt das Schlusswort. Und zwar haben wir anderthalb Tage hinter uns mit ganz spannenden Diskussionen, wo mir besonders gefallen hat, dass man an verschiedenen Stellen von der Autoindustrie oft so Aha-Erlebnisse hatte, dass man gesagt bekommen hat, diese oder jene Batterie, die funktioniert gar nicht länger als 5 Jahre oder dieses Selbstfahrsystem, das machen wir erstmal sowieso nur für die Autobahnen und für die Städte noch gar nicht. Das waren für mich jedenfalls Aha-Effekte, vielleicht ging es dem einen oder anderen ähnlich. Ich habe aber auch gehört, gerade eben von Herrn Bohr, Politik gibt Rahmenrichtlinien vor, das sei völlig richtig. Und das ist, glaube ich, für dieses Verhältnis, über das wir hier gesprochen haben, politische Rahmensetzungen, Automobilindustrie, ganz wichtig. Weil Sie das gerade so gesagt haben, Herr Bohr, Politik gibt die Rahmen vor, habe ich noch ein Zitat Ihres Unternehmensgründers auf die Schnelle herausgesucht von Robert Bosch. Und der hat gesagt, die Unantastbarkeit meiner Versprechungen, der Glaube an den Wert meiner Ware und an mein Wort standen mir stets höher als ein vorübergehender Gewinn. Immer habe ich nach dem Grundsatz gehandelt, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Ein Satz, den ich jetzt zum Schluss dieser Podiumsdiskussion erküren möchte, allerdings nicht ohne Ihnen allen zu danken hier auf dem Podium. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch zu danken, dass Sie noch so viel Geduld gehabt haben. Und jetzt gebe ich weiter den Schluss. Der Veranstalter, Herr Füchs, hat das Wort. Tausend Dank. Ich werde Sie jetzt nicht noch zeitlich überstrapazieren. Ich wollte mich zunächst noch mal bei den Teilnehmern, Teilnehmerinnen unserer Podiumsdiskussion bedanken und vor allem bei Ihnen, die Sie bis hierher durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat sich für alle gelohnt. Wir jedenfalls als Veranstalter, ich glaube, das kann ich auch für den VDA sagen, sind ganz angetan. Das Konzept eines intensiven fachlichen Dialogs zwischen Autoindustrie und dem, ich sag mal, erweiterten grünen Spektrum ist, glaube ich, aufgegangen. Wir hatten nicht nur auf den Podien und in den Foren eine sehr konstruktive Diskussion, viele angeregte Gespräche am Rand. Und die Substanz war doch so, dass wir die Ergebnisse sowohl der Pläne wie der Foren im Netz dokumentieren werden. Sie können das ab nächsten Dienstag auf den Webseiten der Böll-Stiftung und des VDA abrufen und ich hoffe, Sie werden auch noch lebhaft davon Gebrauch machen. Miteinander ins Gespräch zu kommen,
heißt ja nicht notwendigerweise, sich in den Arm zu liegen. Die Autoindustrie hat ihre wirtschaftlichen Interessen und das ist auch legitim. Sie muss auf ihre Kosten achten, sie muss auf ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit achten und sie muss auch auf ihre Gewinne achten. Auch deshalb, weil aus diesen Gewinnen letztlich die Investitionen und Innovationen finanziert werden müssen, die wir für eine zukunftsfähige Mobilitätsindustrie brauchen. Und die Grünen haben ihre ökologischen Ziele. Die sind vor allem definiert durch die Herausforderungen von Klimawandel und Ressourcenkrise. Und zwischen beiden gibt es offensichtlich Reibungspunkte und Spannungsfeld, aber eben auch Übereinstimmungen und gemeinsame Interessen. Und so wie es für viele in unserem Milieu noch etwas ungewohnt ist, dass wir keine Anti-Auto-Konferenz machen, sondern eine Konferenz zur Zukunft der Autoindustrie. Und den Kritikern dieses Unternehmens muss man schon sagen, die Autos werden nicht aus der Welt verschwinden, wenn die Autoindustrie in Deutschland den Bach runtergeht. Und umgekehrt, denke ich, ist auch deutlich geworden, dass in der Autoindustrie das Bewusstsein wächst, dass sie nur eine Zukunft hat, wenn es gelingt, die Kluft zwischen Ökologie und Ökonomie zu schließen. Ich meine, wenn der Klimawandel außer Kontrolle geht und die Ressourcenkrise sich global weiter zuspitzt, dann wird es auch sehr harte Zeiten für die Autoindustrie geben. Das ist schon mal ausgemacht und deshalb lohnt es sich, an diesen Gemeinsamkeiten zu arbeiten, an diesem Brückenschlag zu arbeiten. Das ist sicher, wenn es um ambitionierte Grenzwerte und Normen und Regulierungen geht, immer eine Gratwanderung zwischen fordern, die Industrie fordern und sie überfordern. Das muss man diskutieren. Aber ich erinnere mich noch gut an Anzeigen der Stromkonzerne so Ende der 90er Jahre, in denen sie gesagt haben, die Wissenschaft hat festgestellt, dass bestenfalls 8% erneuerbare Energien im Netz möglich sind. Heute sind wir bei 26. Also das heißt schon, dass politischer Druck auch ökonomische und technische Innovation befördert. Und wir setzen auf die Innovationsfähigkeit der Industrie. Darauf bauen wir, dass es gelingt, diesen großen Sprung in eine zukunftsfähige und ökologische Mobilität auch mit der Autoindustrie zu bewältigen. Und wenn die Konferenz dafür einen kleinen Anstoß gegeben hat, dann hat sich das Unternehmen gelohnt und dann würden wir das auch gerne in Zukunft fortsetzen. Vielen Dank.